Hey Leute! Forscher haben den bisher ältesten bekannten Quasar gesichtet. Doch der Blick in die Kindheitsstube des Universums wirft Fragen auf. Wie konnten Galaxien so früh und schnell entstehen? Dieser Frage gehen wir im heutigen Video auf den Grund. Viel Spaß beim Video! Forscher haben 13,03 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt den bisher fernsten und ältesten Quasar ausfindig gemacht. Das Team um Feige Wang von der University of Arizona stellte die Entdeckung mit der Fachbezeichnung J03131806 auf einer Konferenz der American Astronomical Society vor. Wie die Astronomen demnach auch in Astrophysical Journal Letters berichten werden, zeigt sich der Quasar, in dem sich ein extrem massereiches schwarzes Loch befindet, in einem Zustand, wie er vor 670 Millionen Jahren nach dem Urknall aussah. Somit bietet J03131806 einen Blick in die Frühzeit des Universums, denn es hatte damals erst rund 5% seines heutigen Alters von 13,8 Milliarden Jahren erreicht. Die Beobachtung gelang Wang und seinen Kollegen mit einer Reihe von weltweit platzierten Großteleskopen, unter anderem Gemini North auf Hawaii und Gemini South in Chile. Quasare sind extrem helle Zentren von aktiven Galaxien. Ihre hohe Leuchtkraft entsteht, weil das äußere massereiche schwarze Loch im Kern große Mengen der Materie in seinem Umfeld verschlingt. Dabei entsteht um das schwarze Loch auch die typische Akkretionsscheibe, quasi ein gigantischer Materiestrudel. Die Akkretionsscheibe heizt sich in diesem Prozess sehr stark auf und gibt Wärme in Form von Strahlung ab, die das gesamte elektromagnetische Spektrum abdeckt und eine extreme Leuchtkraft besitzt. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Der Quasar J03131806 besteht aus einem extrem massereichen schwarzen Loch mit 1,6 Milliarden Sonnenmassen. Er strahlt ca. 1000-mal so hell wie das gesamte Milchstraßensystem. Die kosmologische Rotverschiebung, die ein Maß für die Entfernung ist, liegt für diesen Quasar bei einem Wert von Z ist gleich 7642. Mit der Rotverschiebung ermitteln Astronomen die Entfernung von der Erde und bestimmen auch das Alter eines kosmischen Objekts. Dabei gilt, je höher die Rotverschiebung, desto weiter entfernt und älter ist ein Himmelsobjekt. In diesem Fall befindet sich die Galaxie von J03131806 bei ca. 13,03 Milliarden Lichtjahren, in einem Alter von nur 670 Millionen Jahren nach dem Urknall. Für Feige Wang und sein Team sorgt die Entdeckung für neue Forschungsfragen darüber, wie Galaxien so früh entstanden sein können. Schwarze Löcher, die aus den ersten massereichen Sternen hervorgegangen sind, können eigentlich nicht innerhalb weniger 100 Millionen Jahre so groß geworden sein, sagt der Astronom laut einer Pressemitteilung des beteiligten Neuralab. Eine derart frühe Wechselwirkung zwischen einem schwarzen Loch und seiner umgebenden Galaxie hätten Astronomen laut Wang bisher noch nie beobachtet. Den bisherigen Rekordhalter unter den Quasaren entdeckten Forscher im Jahr 2017 in einer Entfernung von 13,01 Milliarden Lichtjahren. Im Kern dieser Galaxie befindet sich ein schwarzes Loch mit etwa 800 Millionen Sonnenmassen. Wir finden die unendlichen Weiten des Weltalls wirklich extrem spannend. Wie seht ihr das? Schreibt uns eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.